und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, erzähle ich euch heute meine Haarstory und ich dachte, vielleicht interessiert es einige von euch. Ich werde das Ganze so machen, dass ich euch einfach Bilder zeige von früher, wie meine Haare ausgesehen haben und euch immer was dazu erzähle, damit ihr das noch alles so ein bisschen sehen könnt und dann könnt ihr nebenbei auch noch richtig hübsche, tolle, alte Bilder von mir sehen. Ich werde euch die Bilder immer hier auf dieser Seite so bestmöglich, wie es nur geht, einblenden. Ich glaube, das wird ganz lustig. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Und zwar, meine Haare waren eigentlich immer schon relativ lang, auch als Kindergartenkind schon. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt wirklich Bilder finde, bei denen ich euch das Ganze zeigen kann, auch vom Kindergarten und so. Aber werde ich schon irgendwie finden. Ich wollte die immer so lang lassen, weil ich habe mich da immer wie so eine Prinzessin gefühlt und meine Mama hat mir immer coole Zöpfe gemacht oder irgendwelche Frisuren und das fand ich dann immer richtig, richtig, richtig schön und ja. Also wie ihr auf den Bildern sehen könnt, waren sie wirklich schon immer eigentlich relativ lang. Und die blieben eigentlich auch immer so lange, nur dann habe ich irgendwann mal in der dritten Klasse, das weiß ich noch ganz genau, habe ich Läuse bekommen. Und dann haben meine Mama und ich die Haare eben abgeschnitten. Ich glaube, auf diese Länge so. Also wir haben einfach einen Zopf gemacht mit der Schere, zack, 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 einfach abgeschnitten, weil es war einfach wirklich ein riesiger Aufwand mit dem Läusekamm da, diese ganzen Nissen rauszuziehen. Ist jetzt ein bisschen too much information. Aber mit so langen Haaren, das war einfach eine mega Arbeit und dann haben wir sie abgeschnitten. Ich fand es damals auch überhaupt nicht schlimm. Ich fand es total cool, dass ich jetzt auch mal so kürzere Haare hatte, weil davor hatte ich ja immer nur lange. Und genau, ich hoffe, dass ich da auch irgendwo ein Bild finde, aber ich glaube, da habe ich nicht mal wirklich ein. Dann, das weiß ich noch ganz genau, das war in der dritten Klasse, weil in der dritten Klasse hat man ja immer Kommunion. Und ich hatte auch Kommunion. Und da blende ich euch jetzt mal dieses schöne Kommunionsbild von mir ein. Aber was ihr da erkennen könnt, ich habe hier einfach rote Strähnen. Wieso habe ich hier so eine rote Strähne? Wieso in aller Welt hat meine Mutter mir erlaubt, hier eine rote Strähne zu haben? Und das Lustige ist, das war damals irgendwie so voll in. Das hatten richtig viele. Vor allem so ein fetter Block vorne. Wieso? Es war irgendwie voll modern und meine Mama hat mir das halt erlaubt. Wir haben das halt, ich weiß gar nicht, wo wir das überhaupt machen lassen haben. Also welcher Friseur macht denn sowas? Auf jeden Fall hatte ich rote Strähnen und damit war ich super happy. Fand ich richtig, richtig toll. Und das war es eigentlich soweit in dem Alter. Ich weiß dann nur noch, dass ich mit circa 10 bis 11 ungefähr meine Haare immer so bis zur Brust, bis hier ungefähr oder kurz unter der Brust hatte. Und dann auch wollte ich mal eine Zeit lang so diesen typischen Emo-Schnitt haben. Das fand ich richtig toll mit den Stufen, die hier so anfangen und das alles so auftopiert und dann diesen Seitenpony. Aber meine Mom hat mich das nie so schneiden lassen beim Friseur. Ich hatte dann immer so einen leichten Stufenschnitt. Ich hoffe, ich kann euch hier ein Bild einblenden, wie das Ganze aussah. Und dann irgendwann mit 11 meine ich. Ich glaube schon, so in der 6. Klasse ist man so 11, oder? Da habe ich mir dann einen Vollpony schneiden lassen. Und zwar nicht beim Friseur, sondern von meiner Mutter. Und genau so sah er dann auch aus, nämlich richtig scheiße. Den ganzen Pony hatte ich nicht so lange. Ich habe den schnell zu so einem Seitenpony gemacht, denn ich wollte immer einen Seitenpony wie Ashley Tisdale haben, also Sharpay von High School Musical. High School Musical war damals nämlich richtig in. Und ich wollte immer den Pony so haben wie sie. Und jeder wollte immer den Pony so haben wie sie. Und ich habe das eben auch versucht, nur mir ist es eben, wie ihr auf den Bildern sehen könnt, nicht so sehr geglückt. Bei mir sah das einfach immer schrecklich aus, aber dieser Pony musste einfach da sein. Das war sowas von in. Ich musste diesen Pony haben und jeder hatte diesen Pony in dem Alter. Und ich natürlich auch. Und ja. Bis dahin habe ich meine Haare eigentlich auch nie gefärbt, also bis auf diese eine rote Strähne. Und sie wurden auch immer länger. Ich blende euch hier jetzt mal ein Bild ein. Es war 2012, da war ich also 15. Und ja, da sieht man, meine Haare sehen extrem dunkel aus irgendwie. Ich trage sie da noch in den Seitenscheitel. Mittlerweile trage ich sie ja eher so in den Mittelscheitel. Die waren damals dann auch schon echt lang, aber noch lange nicht so lang wie in meiner längsten Phase, sage ich jetzt mal. Hier blende ich euch jetzt mal ein Bild von hinten ein. Also die waren schon gut lang. Hier seht ihr jetzt ein Bild, das ist auch aus dem Jahr 2012 und zwar war das im Dezember. Und da seht ihr schon, die Haare sehen schon richtig dunkel aus. So, die sind fast braun. Da habe ich auch noch eins. Und zwar
dieses hier. Und da sieht man es ganz deutlich. Also das sieht so aus, als hätte ich da meine Haare gefärbt. Ich weiß auch, dass es auch vom Licht so ein bisschen so aussah, aber die waren schon immer gut dunkel im Winter. Und irgendwann dann habe ich angefangen, im Jahr 2013, also mit 16 ungefähr, habe ich mir immer mal wieder so kleine Strähnchen machen lassen. Das seht ihr jetzt auf dem Bild ganz gut. Ja, das waren halt wirklich nur so minimale, ganz, ganz feine kleine Strähnen vom Ansatz aus. Aber so, dass wenn die Haare eben nachgewachsen sind, dass man den Ansatz von den Strähnen quasi nicht gesehen hat. Und das war mir damals immer voll wichtig und das wollte ich auch unbedingt so haben. Und das war eigentlich dann auch die Zeit, wo die Haare immer, immer länger wurden, weil ich habe nicht wirklich darauf geachtet, wie lang sie eigentlich sind, weil viele mich immer fragen, wie ich meine Haare so lang bekommen habe. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach, ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin zwar schon immer regelmäßig zum Friseur gegangen oder so, aber ich habe jetzt nie gesagt, okay, wir schneiden sie jetzt bis da und da ab, sondern ich habe sie halt einfach immer nur die Spitzen schneiden lassen und irgendwann wurden sie dann von selbst so lang. Hier jetzt mal ein Bild auch nochmal von hinten. Das war zum Beispiel 2014. Da waren sie wieder ein kleines bisschen kürzer. Da habe ich mir auch so einen V-Schnitt, ja, einen sehr extremen Rundschnitt machen lassen. Eher schon einen V-Schnitt. Fand ich damals richtig schön. Dann hier auch ein Bild. Da sind die Haare dann schon echt extrem lang. Das war dann auch im Dezember 2014. Das war an Weihnachten. Da sieht man mal, wie lang die waren. Aber das ist immer noch nicht mein längstes. Das längste zeige ich euch jetzt. Und zwar war das dann im August 2015. Also eigentlich vor 2 Jahren ist dieses Bild hier entstanden. Und schaut euch mal bitte an, wie lang die Haare sind. Ging mir ungefähr, ja, bis zum Hüftknochen, ein bisschen unter den Hüftknochen sogar. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich finde es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr schön. Hier auch noch ein zweites Bild. Kann euch nicht sagen, wie lang meine Haare waren. Aber wenn ihr euch allein das Bild mal anschaut, meine Haare waren ungefähr die Hälfte von mir. Ich weiß nicht. Ich fand es damals mega schön. Ich hätte damals niemals mir irgendwas abschneiden lassen. Mir war das echt immer wichtig, dass sie so wenig wie möglich geschnitten wurden. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, dass meine Haare trotz allem richtig gesund waren. Also die waren unten nicht dünn oder so und nicht ausgefranst, gar nichts. Die waren super gesund. Genau da ist auch das Video entstanden. Eins meiner erfolgreichsten Videos oder mein erfolgreichstes Video überhaupt. Und zwar das Video Alles über meine Haare. Ich verlinke das euch mal unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Da seht ihr auch, wie lang die Haare damals waren. Es war so krass. Finde ich mittlerweile überhaupt nicht mehr schön, aber mal gut. Bis dahin habe ich eben nie was gefärbt, gar nichts. Bis zum November 2015. Und zwar habe ich mir da Balayage färben lassen. Das allererste Mal. Ihr wisst bestimmt alle, was Balayage ist. Und genau, das sah dann so aus. Da habe ich sie auch ein ganzes Stück abgeschnitten. Und ich muss wirklich sagen, so hat es mir mit auch am besten gefallen, meine Haare, mit jetzt eben. Und finde ich wirklich richtig schön, gefällt mir auch immer noch richtig gut. Hier ist dann noch ein Bild, das ist dann einen Monat drauf entstanden, auch mit den Balayage-Haaren und mit den etwas kürzeren Haaren. Und da finde ich, sieht es echt einfach schon besser aus. Es sieht einfach irgendwie gepflegter aus, obwohl meine Haare jetzt nicht kaputt waren oder ungepflegt, aber irgendwie sah es einfach gepflegter aus. Wenn man sich sowas nachfärben lässt, ist es natürlich auch klar, dass die Haare, die eh schon blondiert wurden, eben noch blonder werden. Aber das hat mich gar nicht gestört. Ich fand es richtig schön. Das sah dann eben so aus. Und so habe ich es dann auch eigentlich gelassen. Habe dann immer Silbershampoo benutzt, weil ich mir waren meine Haare irgendwie immer zu gelb, obwohl sie eigentlich gar nicht gelb waren. Und durch das Silbershampoo wurden sie dann irgendwann weißblond. Finde ich aber irgendwie echt immer noch schön. Aber irgendwann habe ich mich daran so ein bisschen satt gesehen. Habe ich mir von meiner Kollegin eine Farbe reinmachen lassen, die so ein bisschen einen, ja, Peach-Stich hat. So ein bisschen einen rosanen Stich. Und das habe ich jetzt auch immer noch drin. Ist nur so ein ganz, ganz leichter Reflex. Das färbe ich so jeden Monat mal nach, weil das fällt relativ schnell raus aus den Haaren. Und jetzt letztens habe ich mir meine Haare wieder etwas abschneiden lassen. Das ist jetzt so, wie ich meine Haare habe. Das kürzeste seit bestimmt 6 Jahren oder so. Also so kurz waren sie wirklich lange nicht mehr. Und das könnt ihr auf dem Bild hier jetzt ganz genau sehen. Das war letztes Wochenende, da war ich nämlich in Köln. Und ich bin mega zufrieden mit meinen Haaren. Ich habe immer noch das Balayage drin eben und diesen leichten rosanen Touch. Ja, ich bin super zufrieden mit meinen Haaren. Also wirklich, ich war noch nie glücklicher zuvor. Wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue von früher, denke ich mir schon so, okay, Mädchen, geh doch bitte einfach zum Friseur. Und ich verstehe jetzt auch die ganzen Hate-Kommentare unter dem Video, als ich das gedreht habe. Aber mei,
Ich konnte mich damals nicht von ihnen trennen. Mittlerweile habe ich gelernt, dass Haare einfach nur Haare sind. Ich glaube, ich werde noch ziemlich viel ausprobieren mit meinen Haaren. Vor allem jetzt in der Friseurlehre, da wird man so ein bisschen, sage ich mal, probierfreudiger. Aber wir werden sehen, was ich noch so alles mit meinen Haaren anstellen werde. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr schon alles so für Haarfarben hattet. Und zwar in die Kommentare, darüber würde ich mich mega freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Ciao!